Heute hat der Wecker um 7 Uhr morgens geklingelt. Und heute war so ein Tag, wo ich Bock auf eine Fahrradtour auf einer Insel habe. Zum ersten Mal Oktopus esse, Fluchse ganz knapp über meinem Kopf fliegen und auf einen Sonnenuntergang auf der Insel. Für die Fahrradtour habe ich natürlich erstmal mir ein Fahrrad gemietet. Und dann konnte ich auch die Fahrradtour beginnen. Der erste Stopp ist, dass ich die Flugzeuge finde, die ganz knapp über meinen Kopf fliegen. Stand jetzt suche ich schon seit einer Stunde nach den Flugzeugen. Plötzlich höre und sehe ich ein Flugzeug vor meiner Nase. Dann dachte ich mir so, okay, das geht noch näher. Und damit ist mein zweites To-Do auch schon von der Checkliste abgehakt. In meinem Leben war noch nie ein Flugzeug so nah über meinem Kopf. Nächstes To-Do ist ein Oktopus vom Griechen. Der keiner meinte, dass es relativ viel ist, aber ich dachte so, ja komm, bring ihn mir. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber ich muss sagen, dass es richtig, richtig lecker war und ich habe auch alles verputzt. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten To-Do, den Sonnenuntergang erwischen. Es ist einfach der schönste Sonnenuntergang, den ich jemals gesehen habe. Und bei dieser Aufnahme bin ich for real fast draufgegangen. Whatever, ich habe all meine To-Dos geschafft. Bye!